Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sim Casino. Wir bauen heute weiter in unserem neuen Bereich, den wir letzte Woche erschlossen haben. Ich habe mir auch überlegt, jetzt was wir hier machen. Also wir werden den Betting-Bereich hier hinpacken, aber dafür werden wir dich wegpacken. Also ich weiß noch nicht genau, wo jetzt deine Endposition ist, aber ich will das Gebäude nicht oder das Objekt nicht löschen. Deswegen kommst du mal dahin und die Staff Door kommt einfach mal hier hin. Denn diese drei Reihen oder diese drei Felder würde ich gerne noch mit benutzen wollen für den Betting-Bereich. Das heißt, wir schaffen mal kurz Platz. Boden machen wir als letztes drunter. Wand oder Wände würde ich sagen auch. Beziehungsweise da müssen wir uns dann auch, ja, glaube ich, erst nochmal einen überlegen. Also das Betting Window. Ne, wir machen glaube ich erstmal die Zone, dass das alles schnell funktioniert. Also das hier wird die Zone. 13 breit, 27 möglicherweise lang. Obwohl ich glaube, ich würde auch sogar zwei Betting Gebäude machen, wenn wir doch so einen großen Bereich haben. So, jetzt ist die Frage aber. Machen wir da doch nochmal die Tür hin, ob das funktioniert. Die blockieren sich. Aber wenn ich jetzt hier so mache und hier drüben auch, ist das jetzt wieder ein sicherer Bereich oder nicht? Ich werde sofort sehen. Das machen wir offen. Und jetzt, ach ja, da muss ich, sollte ich einmal die Zone auch, glaube ich, wieder wegmachen da, an der Stelle. Haben wir es gerade? Da. Also die sechs Felder müssen wieder weg. Und jetzt müssen wir mal gucken, ob's. Okay, es zählt sogar noch. Also Sektor, Indoor, Public, nein, Staff Area, passt. Das ist schon mal gut. Das würde ich mir wünschen, wenn das bei den anderen auch so klappen würde. Aber hier kommt ja dann nicht nur einer hin, hier kommt da dann gleich noch ein zweiter daneben und dann werden wir das. Obwohl, machen wir es jetzt schon mal. Oder sitzen gerade so viele Leute. Dann will ich das ehrlich gesagt nicht gerade nehmen. Obwohl, dann pausieren wir kurz einfach, hätte ich gesagt. Also ich will jetzt nicht, dass die mal eben aufstehen und ihre Wette verlieren, obwohl die werden eh aufstehen müssen, wenn ich da die ihnen den Sitz unterm Boden wegreiße. Immer den zweiten Schalter. Dementsprechend kommt dann hier, wird das Ganze dann so gemacht. Und jetzt nochmal einmal zur Kontrolle, damit wir es haben. Passt. Dann ist die Frage jetzt, wie genau wir das machen. Ich würde hier glaube ich schon mal Monitore anbringen, aber die würde ich jetzt auch erstmal klauen und am Ende hier über die Wand verteilt. Platz habe ich da. Oh, ob ich da jetzt einen großen und die beiden Wetttabellen neben machen kann, weil müssen wir mal gucken. Ja, sieht nicht ganz gut aus, dass da vieles hinpasst. Aber dann ist das eher noch nicht mal so der richtige Betting-Bereich. Dann ist das vielleicht doch eher der Bereich. Also wo man zwar auch einen Fernseher hat, aber wo man einmal sein Geld auffüllen kann. Wo man nie wieder hoffentlich befüllt, um es nochmal auszugeben. Oder sich um die eigene Verpflegung kümmert. Und dann würde ich sogar die ganzen Bettings einfach so drehen Richtung dieser Wand und die jetzt einfach dann vollkleistern. Nimm mal ruhig den hier ohne Person oder mit nur einer Person. So, eins, zwei hätte ich gerne schon als Gang, glaube ich. Obwohl, ich glaube, drei sieht ein bisschen besser aus. Also, nee, das ist, glaube ich, zu nah. Ich würde mal eine Reihe nach hinten platzieren, um zu gucken, wie weit ich komme. Wenn wir noch Platz haben, würde ich sogar noch mal alles um einen weiter nach hinten verschieben wollen. Das sieht, glaube ich, besser aus. Die kommen wie in der Schule direkt hintereinander.
Ja, okay, dann machen wir drei hintereinander. Hoffe ich nur, dass wir am Ende des Tages nach rechts genügend Platz haben. Sonst müssen wir uns da noch was überlegen. Ich glaube, das könnte nämlich eng werden. Ja, vielleicht müssen die doch wieder einen nach vorne. Werden wir gleich sehen. Aber wir platzieren mal einen weiter. Ja, wir kriegen jetzt noch drei dahin und wir haben noch sechs. Ja, wir müssen die eine weiter nach vorne platzieren. Aber dann können wir mal gucken, wie das dann mit den Fernsehern aussieht. Weil die sind ziemlich niedrig. Das gefällt mir so ganz. Aber ich glaube, ich würde damit auch anfangen. Ich kann es leider nicht höher platzieren. Der geht nur auf dieser Höhe. Dann teste ich noch eine weitere Geschichte kurz aus. Ich dein packe, hast. Ah, nee. Ich move. Für zwei, in beide Richtungen zwei Platz. Hier machen wir auf jeden Fall eine kleine Begrenzung hin. Ja, vielleicht nochmal den Zaun oder so, weiß ich gerade noch nicht. Und du bist halt drei lang oder drei breit. Das passt natürlich jetzt auch nicht genau in die Ecke. Wir müssen doch nochmal alles einer links verschieben. Sieht zwar nicht ganz so großflächig aus, weil es hier ziemlich eng werden könnte. Oh ne, du kommst ja eh nochmal einen nach vorne. So, und so, gegebenenfalls lassen wir den auch weg. Oder den dahinter. Haben wir hier drei Platz. Wenn du noch einen rüberkommst. Er ist jetzt nicht der optimale Eingangsbereich, aber der Haupteingang soll ja auch hier hinten sein. Das ist vielleicht für die, die einfach nur wetten wollen. Aber jetzt kriegen wir halt hier. So, jetzt haben wir hier drei Platz zwischen und kriegen halt hier optimal die Informationen hin mit den Wettquoten. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall noch mal jeweils einmal einen Fernseher und eine Wettquote. Aber das ist ja auch kein Problem. Dann machen wir erstmal das und das. Also man könnte es natürlich auch kleiner machen. Also wir haben am Ende den Platz dazwischen und nicht daneben. Also hier hätte ich lieber ein bisschen mehr Platz gehabt, das geht leider nicht. Also wenn wir die ganze Security und so überarbeiten, dann wird es wohl gehen. Weil wir leben, obwohl wenn das jetzt so nah dran ist, brauche ich noch nicht mal eine Begrenzung machen. Ich glaube, ich platziere das mal eben von hier, das könnte schneller gehen. So, dann machen wir auf jeden Fall schon mal die Drohne hier weg, dass da auch ja keine Fehlermeldung mehr ist. Da müssen jetzt einfach alle hier entkommen. Habe ich das schon wieder verlegt, welchen Boden wir haben? Zack, gefunden. Ich würde sagen, das machen wir auch mal hier drunter. Auch wenn es Stuff-Bereich ist, aber es gehört ja mehr oder weniger sogar dazu, weil das ist ja nur dafür da, um hier die Zone zu erreichen. Können wir jetzt Play drücken, in der Hoffnung, dass alle hier hingehen, sowie das Personal. Weil dann wird das einfach befüllt von hier hinten. Das ist auch alles auch ein bisschen besser. Ach ja, ich wollte, glaube ich, Leute kündigen. Weil hier steht, vier, die rumstehen, muss nicht sein. Jetzt haben wir sogar schon sieben. Achso, wir haben zwei, die, glaube ich, für die Diebe zuständig sind. Zwei. Ach so, ja, genau, hierfür haben wir noch welche. Da stehen ja auch, glaube ich, welche drin. Ja, trotzdem reichen fünf. Und ich wollte einmal kurz gucken, Marc, das hatten wir gemacht, ja, genau. Transporte, Betting, 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 Betting. Hier haben wir noch welche auf Lager. Nicht, dass wir da leer gehen.
Sind da die beiden schon drin? Ja, einmal Personal ist schon da. Dann würde ich jetzt mich nur noch mal um die Gestaltung der Wände hier kümmern. Das passt, glaube ich. Das könnte sogar gut aussehen hier beim Betten. Also beim, ja, machen wir das deutsche Wort, beim Betten, ich meine Betting. Ja, ist okay, ja, passt irgendwie mit, also ist okay. Sieht nicht komplett schlecht aus, ist okay, würde ich es mal nennen. Aber gefällt mir mit den, also gefällt mir so ehrlich gesagt ganz gut, muss ich gestehen. Auch, dass hier so drei Plätze sind, dass die sich wirklich da hinstellen können und nachgucken können. Also es gefällt mir doch besser, als ich gedacht hätte, muss ich gestehen. Das heißt, wir haben jetzt hier auch nochmal einen sehr, sehr großen Platz geschaffen. Sollten vielleicht mal ein paar Leute hier irgendwie rauslassen, denen mal ein bisschen helfen. Oh, jetzt habe ich die Tür verkauft, glaube ich. Ja. Wenn ich die Wand weggemacht habe, habe ich die Tür verkauft. Dann haben wir schon mal das. Dann haben wir schon mal einen neuen Bereich für die Wetten. Ja, ich bin immer noch sehr unschlüssig, was wir hier mit diesem Bereich machen. Ich gehe fast dazu über, dass wir das hier auch gar nicht mehr so brauchen, weil es funktioniert nur mit dem Betting und da haben wir jetzt echt eine schöne Lösung gefunden. Das gehört ja hierzu und die Cash Table gehören am Ende zu denen hier. Ich mache mal ein bisschen schneller, weil wir sind ja immer noch einiges im Minus. 14 Unassigned Housekeeping Tasks, das ist eine ganze Menge. Da würde ich, glaube ich, doch mal sagen, einer darf da noch mal mehr arbeiten. Weil wir haben ja doch schon sehr viele Räume jetzt mittlerweile. Oder der Raum reicht nicht aus. Obwohl, der ist noch nicht mal... Okay, der ist nicht mal ganz... Also nicht mal komplett ausgelastet. Hier sind drei drin, da ist einer drin, da ist einer drin, der ist noch gar nicht in Benutzung. Also da ist kein Problem, was die Ausnutzung des Raumes angeht. Aber es fehlt vielleicht einfach Personal, weil die Wege ja auch nicht gerade kurz sind. Aber wir hatten ja schon mal gesagt, das hier ist ungefähr die Mitte, deswegen... Also später ungefähr die Mitte. Ja, wir hätten vielleicht hier auch ein bisschen... Einmal vielleicht alles stehen lassen sollen. Dass die vielleicht, wenn sie können, auch hier dran gehen würden. Können wir auch gerne nochmal kurz ausprobieren. Weil wir haben das halt immer noch da offen, das muss ja nicht sein. Also machen wir hier nochmal Laundry rein. Ich würde sogar... Kosten ja nichts. Oh, habe ich dich jetzt falsch rumgedreht? Ne, es war richtig rum, aber dann warst du falsch rum. So, dass je nachdem, wo sie gerade herkommen, dass der Weg nicht so lang ist. Gut, dann haben wir da auch eine Kleinigkeit gemacht. Und dann bleiben wir jetzt erstmal noch die letzten Minuten hier unten. Und gucken mal, wie wir das Ganze hier gestalten wollen. Ich würde jetzt einfach nochmal sagen, wir geben mal ein bisschen Geld aus, damit wir uns das alles besser vorstellen können und besser planen können. Auch wenn mal eben 20.000 rausgehauen wurden. Gucken wir mal ganz kurz. Ich gucke da ja relativ gerne rein, wie viel wir mittlerweile im Minus sind. Ich hoffe ja mal immer mal auf den Betrag, wenn ich so viel baue, dass der trotzdem unter 100.000 ist. Sprechen wir mal nicht drüber lieber. Ihr habt die Zahlen gerade gesehen. Ich auch. Also eigentlich ist ja jetzt schon ein essentieller Punkt, wo dann am Ende doch dieser Weg hier lang führt. Das war nicht so geplant, dass ich hier offen mache. Oh, die Wand ist wieder gekommen. Das ist gut. Ich hatte Angst, dass ich die jetzt machen muss. Deswegen, also ich glaube, das brauchen wir nicht. Das können wir irgendwie hier schöner irgendwann einbauen oder so. Ich glaube, wir werden das doch ein bisschen verlegen. Deswegen würde ich jetzt sagen, machen wir bei... Ja, wie machen wir das denn jetzt? Würde ich sagen, machen wir hier nochmal Betting ein weiter, dass es ein bisschen mehr... dass man ein bisschen mehr Platz hat. Ich kann auch gerne die Zone dementsprechend einvergrößern.
Kann ich das noch machen oder gibt es da eine Fehlermöglichkeit? Wenn ich jetzt einfach so mache und das hier hinten auch noch mit einschließe. Weil es kann ja nicht erreicht werden, deswegen hätte ja sein können, dass das einen Fehler gibt, aber sieht gut aus. Ja, dann sind wir wieder bei... Da ist das nämlich. Den wollte ich eigentlich erst anklicken. Also da weiß ich mittlerweile, wo es drunter ist. Geht es ja dann ab hier los. Dann ist halt die Frage, 4 oder 6? Was der Hauptweg ist, würde ich den 6 breit machen. Ist auch vielleicht hier gerade, also momentan noch bündig mit der Toilette. Und ich würde einfach auch, damit es auch fürs Auge ein bisschen schöner ist. Also ich finde das schön, wenn man so bündige Ecken hat, dass wir einfach sagen, okay, das ist halt 9 breit, ne? 9 breit ist auch eine ganze Menge. Wir könnten ja mittig irgendwann auch mal dekorieren. Das ist natürlich, ja, wenn wir was haben, was ungerade ist, passt das mittig natürlich sehr gut. Wenn wir was haben, was gerade ist, ja, ist halt ein bisschen versetzt dann. Also hätten wir jetzt so in dem Bereich, würde ich jetzt dann unsere Table Games ansiedeln. Also mir gefällt der Boden halt auch ganz gut, der Teppich. Dabei würde ich sogar bleiben. Was ist denn das? Das ist schon einfach Dreck, weil da kein Mülleimer ist. Also haben wir einen Unterschied zwischen Housekeeping und Workmanship. Okay, Housekeeping ist aus fürs. Ja. Also Housekeeping macht sauber und auch noch oben die Räume. Wir sind immer noch bei 8 von. Ich glaube, ja, wirklich so. Die kosten 16 die Stunde, ne? Also wenn wir Müll auf dem Boden liegen haben, das geht gar nicht. Und wenn die Zimmer oben auch schneller wieder bewohnbar gemacht werden, dadurch, dass die Wäsche gewaschen ist, finde ich das, glaube ich, in Ordnung, wenn wir nochmal einmal mehr Geld ausgeben. Also nochmal in einen weiteren. Mitarbeiter investieren. Ich weiß noch nicht, wie weit ich später links rüber gehe, aber ich würde jetzt erstmal sagen, wir haben so viel Geld ausgegeben, gehen wir mal wieder 200.000 ins Minus. Ja, und jetzt ist also der Punkt. Wo, wie, was sammeln, wie, wo, was siedeln wir uns an? Nicht sammeln, siedeln, das Wort habe ich gesucht. Also ich hätte hier auf jeden Fall gesagt, weil man will ja ein bisschen seine Ruhe haben. Also hier machen wir, also wenn wir jetzt hier schon keine Zäune machen, machen wir hier auf jeden Fall Zäune. Und ich würde, glaube ich, schon mindestens, ne, wir fangen nicht mit Pokern an. Dafür braucht man ja wirklich ein bisschen seine Ruhe. Ich glaube, so Roulette oder sowas vielleicht ein bisschen cooler. Dass wir auf jeden Fall zwei Platz lassen von den Weg. Also 1, 2, 1, 2. Und ich würde mal gucken, wie viele ich so in einer Reihe schaffe. Und Auszahlung ist dann irgendwo hier hinten. So, da haben wir jetzt zwei in jede Richtung. So hätten wir drei. Dann könnten die noch gerade eben da lang gehen. Aber ich würde sagen, wir machen doch vier, dass der Weg ein bisschen breiter ist. Und hätten dann jetzt so auf jeden Fall die zwei Roulette-Tische. Frage ist halt, wie viel brauchen wir am Ende? Brauchen wir von jedem 3? Brauchen wir von jedem 4? So weit könnten wir hier rüber gehen und dann uns noch weiter ausbauen. Da könnten halt 3 machen, weil und dann machen wir nochmal irgendwo eine High Limit weiter hinten in der Ecke irgendwie. Ja, das kann ich gar nicht einschätzen. Deswegen würde ich den auch einfach. Also hier haben wir wirklich genau 3 zwischen. 1, 2, 3 wäre dann hier. Drehen wir uns dann mal ein bisschen weg. Dann wären wir hier. Ich glaube, der Tisch war nicht voll. Ich glaube, da macht es jetzt noch, oder da brauchen wir jetzt noch nicht zwingend einen zweiten von. War hier. Schon, okay. Street Card Poker braucht auf jeden Fall einen zweiten Tisch. Dann würde ich von dem anderen auch direkt einen zweiten machen. 1, 2, 3. Okay, wir müssen einen weiter rüber.
Also ich würde, glaube ich, am Ende auch, wenn wir High Limit machen, so richtig geile Räume machen wollen. Dass dann wirklich auch Poker für sich ist, Street Card Poker ist für sich. Also ich würde mal, wenn wir hier wirklich 3, 4 haben, auch gucken, was dann wirklich ankommt und wie es ankommt. Eins, zwei. Jetzt haben wir hier zwei Wege dazwischen. Dann machen wir mal kurz den Boden, damit das alles hier passt. Machen wir auch hier einmal so, zack. So, dann wissen wir ungefähr, was Sache ist. Und fürs Wochenende dann nochmal als kleine Erinnerung für mich. Ich glaube, das sieht gar nicht schlecht aus, wenn das so ein bisschen... Also man sieht dann halt auch, dass sich da irgendwas bei gedacht worden ist. Es muss zwar nicht immer genau ersichtlich sein, was sich dabei gedacht worden ist, aber zumindest sieht es so aus, als ob da irgendwas hinter steckt. Ich würde sagen, wir machen hier einfach mal zu. Denn dann haben wir hier unten nämlich eine sehr gute Möglichkeit, irgendwas Hübsches hinzustellen. Irgendwie so. Das sieht, glaube ich, sogar auch... Also so gefällt mir das auch nicht. So gefällt mir das auch ganz gut. Und dann würde ich sagen, als letzte... Was haben wir da gerade? Okay. Konnte ich nicht lesen. War zu schnell weg. Irgendwas mit Chef stand da. So, die Höhe. Und was war das andere? Street Card Poker. Nee. Blackjack auch nicht. Ah nee, das war das hier. Gut, jetzt brauchen die natürlich wieder Mitarbeiter und Geld und, und. Und wir sind jetzt nur noch... werden wir noch unter 100.000? Vielleicht nach der Abmod. Ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Hoffe, die Folge hat euch unterhalten. Wir haben jetzt... Oder ich hoffe, ihr versteht so langsam das System, was ich vorhabe. Oder könnt auch ungefähr nachvollziehen, was ich bauen möchte. So, wir waren da drunter, haben wir gesehen. Das werden wir jetzt noch weiter fortsetzen am Wochenende. Die Zone gefällt mir richtig gut. Muss ich mal sagen. Also das... Auch wenn wir hier jetzt... Oh, da könnten wir auch nochmal einen Zaun machen, glaube ich. Das sieht auch nicht, vielleicht gar nicht so schlecht aus. Oh, und auf dem Weiß? Oh, das sieht... Ich glaube, also viele kürzen ja gerne einmal ab. Ich glaube, nee, dann könnte das den stören, der hier sitzt. Nee, also das gefällt mir auch so ganz gut. Hier hinten würde ich es offen lassen. Ja, dann haben wir das, ja. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr schaltet am Wochenende wieder ein. Über eine Bewertung würde ich mich freuen. Und dementsprechend sage ich dann einfach mal bis Samstag. Ciao.